Er ist ja jetzt schon eine Weile weg vom Fenster. Julian Reichelt, Ex-Bild-Chefredakteur, Erfinder von Bild TV mit solchen tollen Sendungen. Ich schlage vor, den Freiheitstag der Deutschen, den 3. Oktober, an dem alle Maßnahmen fallen. Jetzt ist er zurück. Also nun ja, fast. Zumindest offenbart er jetzt öffentlich die Ausmaße seines Größenwahns. Nicht Julian Reichelt ist Bild, sondern Bild war Julian Reichelt. Und das ganze Drama um Reichelt hat immer noch Auswirkungen. Nämlich auf den gesamten Axel Springer-Konzern. Was das für Auswirkungen sind, welche Gerüchte über Reichelts nächstes Projekt im Raum stehen und wie er sich als Opfer einer großen Verschwörung gegen ihn inszeniert. Jetzt. Freiheitstag der Deutschen, Axel Springer, der einzige Springer, der sich auch geradeaus bewegen darf. Und da gibt es jetzt Neuigkeiten. Der Verlag hat nämlich ganz aktuell interne Regeln geändert, was Beziehungen am Arbeitsplatz angeht. Führungskräfte mit Personalverantwortung müssen demnach zum Beispiel eine Liebesbeziehung zu einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin in ihrem Zuständigkeitsbereich offenlegen. Und das alles nur wegen dem ganzen Drama um Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt. Fast 5 Jahre war er der Big Boss bei Bild. Bis zu diesem tränenreichen Abschied im Oktober. Heute ist ein besonderer, ein schwerer Abend. Insbesondere auch für mich. Paul Ronsheimer verabschiedet seinen Chef. Einen Chef, der Unglaubliches geleistet hat. Der Mann, der 7:45 erfunden hat. Glückwunsch, was für eine Leistung. Da ruft sein Vize. Julian, wir denken an dich. Ernsthaft? Nein. Freiwillig ist Reichelt damals natürlich nicht gegangen. Er wurde gefeuert, weil Ippen Media und die New York Times recherchiert haben. Und die New York Times die Ergebnisse sogar veröffentlicht hat. Er habe seine Macht missbraucht und sexuelle Verhältnisse mit Frauen gehabt, die in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihm standen, so die Recherche. Inzwischen hat bei der Bild jetzt auch jemand anderes das Sagen. Nämlich der ehemalige Welt am Sonntag-Chef. Der heißt Johannes und dann hat er einen Nachnamen. Den habe ich hier schon auf das ARD-Digitalboard geschrieben. B-O-I-E. Und wir wissen jetzt nicht so richtig, wie man das ausspricht, aber haben einige Theorien. Der Kerl, der kommt doch aus Baden-Württemberg. Der heißt Johannes Boye. Klingt nach einem französischen Namen. Johannes Boye. Der Chefredakteur der Bild muss ein echter Gangster sein. Johannes Boye. Also, was meint ihr? Wie sollen wir ihn aussprechen? Unten in den Kommentaren ist eine Abstimmung. Der Kommentar mit den meisten Likes gewinnt und dann sprechen wir ihn für immer so aus. Und jetzt lösche ich das ARD-Digitalboard. Wow. Nun, die Skandalartikel und der Wechsel bei Bild. Das war alles schon im Oktober. Seitdem war es sehr still um Julian Reichelt. Bis vor einigen Tagen. Auf Twitter hat er sich nämlich zurückgemeldet mit einer neuen Bio. I'll be back. Und alle anderen so? Bitte nicht. Seit es wieder ein Lebenszeichen von Reichelt gibt, ist die Gerüchteküche wild am Brodeln. Was hat er vor? Welchen Plan schmiedet er? Was hackt er aus? Eine Theorie hat Journalist und Korrektivgründer David Schraven in die Welt gesetzt. Mit der Frage, ist eigentlich schon allgemein bekannt, dass Julian Reichelt zu Servus TV geht? Interessante Frage. Und die Antwort ist, nein. Es ist nicht bekannt. Nicht mal bei Reichelt selbst. Der sagt nämlich, ich kann bestätigen, dass ich nach Österreich gehe. Allerdings nur in den Skiurlaub. Gut, der Ursprung für das Gerücht ist auch einigermaßen geheimnisvoll. Gegenüber Medieninsider teilte Schraven am Dienstagabend telefonisch mit, dass man das eben so höre. Er antwortete, dass es sich bei seinem Tweet um keine Korrektivinformationen handle und erklärte, jetzt auf dem Sofa zu liegen. Er sucht dort die Wahrheit auf dem Boden einer Chipspackung. Was auch wahr ist, ihr müsst diesen Kanal abonnieren. Dann seid ihr bald tot. Was Reichelt aber tatsächlich macht, eine große Verschwörung gegen ihn herbeidichten. Anfang Dezember ließ er auf Twitter verlauten,
Ich weiß, wie viele Politiker es herbeigesehen und befeuert haben, dass man mir die Möglichkeit nimmt, Bild als klarste und unüberhörbare Stimme des freiheitlichen Denkens zu verteidigen. Aber das wird mich nicht davon abhalten, klar zu benennen, was in unserem Land passiert. Letzte Woche hat er dann der Zeit ein Interview gegeben. Das erste Interview seit seinem Rauswurf bei Bild. Darin stellt Reichelt erstmal klar, er hat absolut nichts falsch gemacht. Und glücklicherweise haben wir für euch besagtes Interview auch noch entsprechend bebildert. Ahnt ihr was? Ja. Richtig, hier ist Reichelt. Es hat in meinem Leben nie etwas gegeben, was mit den genannten Fällen auch nur im Ansatz zu tun hatte. Schon das Wort MeToo ist in diesem Zusammenhang eine Verleumdung. Ausgerechnet der Ex-Bild-Chef wirft anderen Medien Verleumdung vor. Huh, ich meine, generell, da wäre ja nur noch diese Reaktion noch unverhältnismäßiger. Ah, du schubst mich? Das ist Körperverletzung und voll gemein. Das sag ich Twitter. Außerdem führt Reichelt im Zeit-Interview die eigentlichen Gründe seiner Kündigung auf. Man hat mich unterm Strich wegen meiner Beziehung rausgeworfen. Dafür, dass ich einen Menschen liebe. Da kotzt ja sogar Rosamunde Pilcher im Strahl. Auf die Frage, ob er sich nicht bei den betroffenen Frauen entschuldigen sollte, entgegnet Reichelt. Ich wüsste nicht bei wem und wofür. Und dann erklärt Reichelt noch dezent, größenwahnsinnig, dass die Bild nie sein Leben war, weil... Nicht Julian Reichelt ist Bild, sondern Bild war Julian Reichelt. Gut, eigentlich genau wie hier. Nicht Philipp Walulis ist Walulis. Walulis ist Philipp Walulis. Das Interview hat vor allem eins zur Folge. Es lässt Reichelt noch schlechter dastehen als vorher eh schon. Vor allem auf Twitter wird Reichelt deswegen offen gehasst. Was vielen sauer aufstößt, Reichelt behauptet, jedem könne passieren, was ihm passiert ist. Und Twitter so... Wenn man ein Arschloch ist, dann kann einem das passieren. Heul leise, Julian. Auch Medien wie die Taz haben sich auf das Interview und die Aussagen darin von Reichelt gestürzt. Auf die Entgegnung, dass gerade die Bild es sei, die Menschen bloßstelle, sagt Reichelt, den Journalismus, der in die Privatsphäre von Menschen eindringe, habe er vor Jahren beendet. Meint ihr das wirklich ernst? Ja, aber die große Frage, die uns doch jetzt alle interessiert ist, wie geht's weiter mit der Karriere von Julian Reichelt? Was macht er als nächstes? Philipp, hast du eine Theorie? Das ist eine sehr gute Frage und ich habe eine, weil er macht ja sowas mit Meinung. Und dann könnte er doch vielleicht einen Blog machen. Und vielleicht könnte er seinen Meinungsblog auch irgendwo bei YouTube machen. Und da gab's doch mal diese schöne alte Julians Blog. Warum macht er jetzt nicht einfach Julians Blog? Heute geht es um Katzenbabys. Katzenbabys sind richtige Hurensöhne. Sie kacken den ganzen Tag in der Gegend rum und zahlen keine Steuern. Was die Ampel gegen Katzenbabys unternehmen will? Natürlich nichts. Armes Deutschland. Oh, Kätzchen finde ich niedlich. Das würde ich mir anschauen, Philipp. Ja, cool. Und wir haben immer noch die große Frage, wie zum Teufel spricht man ihn hier aus? Ach, scheiße, ich habe den Fick gelöscht. Wie spricht man Johannes B-O-I-E aus? Ja, und wann zum Fick machst du endlich den Klick hier auf den Abo-Button draufdrücken, dann kriegst du alle unsere Videos frei Haus. Hier weiteres Video von uns und hier von Leroy will's wissen, wie ist das, schwer an Covid zu erkranken?